In diesem Video stelle ich euch das Moxie in Walderop vor. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Disneyland Paris Hotel Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir testen dieses Wochenende ein neues Hotel und zwar das Moxie in Walderop. Das hat neu aufgemacht, ich glaube tatsächlich Anfang oder Mitte Oktober, also gar nicht so lang her. Und man sieht tatsächlich auch in der Garage, dass noch ein bisschen Baustelle ist. Aber ansonsten zeige ich euch jetzt erstmal das Zimmer und dann auch noch den Rest des Hotels. Ich zeige euch jetzt hier unser Zimmer im Moxie Hotel. Wenn man zur rechten Seite reinkommt, befindet sich direkt das Badezimmer mit begehbarer Dusche und großem Schminkspiegel. Handtücher haben wir da unten. Ich glaube, es sind ein bisschen wenig Handtücher. Die müssen wir gleich nochmal nachfragen. Da ist auch ein Föhn. Ja, Bad ist relativ klein, finde ich. Also da kann man sich gerade mal umdrehen. Dann auf der anderen Seite haben wir hier eine Kofferablage, eine Garderobe mit welchen Haken, ich weiß nicht, was man da dranhängen soll, eine Käppi oder so. 4 Kleiderbügel, auch ein bisschen wenig und hier steht for clothes, not for, also man soll sich nicht da dranhängen und Liegestütze machen. Einen großen Spiegel, dann haben wir 2 große Betten. Die sehen sehr bequem aus und hier haben wir eine, das war mal eine Couch, die haben sie schon ausgezogen für, wir sind ja zu dritt hier. Ja, hier ist noch so eine Ablage mit diesen komischen Haken. Einen Fernseher haben wir hier und genau, da ist noch ein Beistelltisch, da ist ein Mülleimer, hier sind Steckdosen. Was haben wir für eine Aussicht in den Innenhof? Naja, sieht ganz hübsch aus. Ja, ich glaube, das war's. An dem Bett haben wir noch eine Steckdose. Und da haben wir auch noch Steckdose und USB. Übrigens habe ich eben vergessen, das vorzulesen. A friendly reminder, what happens in room 144 stays in room 144. Mal gucken, was wir Mädels gleich hier so anstellen werden. Und Brina hat eigentlich schon die perfekte den perfekten Nutzen dieses Dings gesehen. Und zwar ist das ein Ohrenhalter. Brina, das ist der Wahnsinn. Ja, oder? Es ist einfach ein Ohrenhalter. Einfach. Perfekt. Ich versuche hier gerade noch das ideale Licht zu finden. Irgendwie habe ich es noch nicht so gefunden. Egal. Auf jeden Fall habt ihr jetzt das Zimmer gesehen. Und ich finde das Bad ein bisschen klein tatsächlich. Und ja gut, mehr Handtücher konnten wir anfragen. Ansonsten war das Regal ein bisschen eingestaubt. Ich vermute, das ist halt alles sehr neu und ne, nach so einer Bauphase staubt es halt noch extrem. Und was uns tatsächlich auch noch gestört hat, das Hauptbett hat unten so einen automatischen Lichtsensor. Das heißt, das kann man nicht ausschalten. Der geht halt aus, wenn man sich nicht bewegt. Aber ich habe mich dann auf dem Nebenbett nachts einmal gedreht und auf einmal ging dieses Licht an. Und das hat alle irgendwie gestört. Also das fand ich tatsächlich auch ein bisschen ein Nachteil. Zum Preis, wir haben jetzt für Mitte Oktober, achso, dann kann es auch gar nicht aufgemacht, das hat auf jeden Fall schon früher aufgemacht, ich glaube Ende September, Anfang Oktober. Wir haben jetzt für Mitte Oktober für ein Wochenende für 3 Personen, 2 Nächte ohne Frühstück 325 Euro bezahlt. Man muss dazu sagen, das Moxie gehört zu der Marriott-Gruppe und ist dann auch eine Kette. Und ich finde 325 Euro schon relativ teuer für Disneyland Paris Verhältnisse. Klar nicht so teuer wie jetzt ein Disney Hotel, aber ich finde es doch relativ teuer. Aber die Hotels hier in Walderop sind ja generell etwas teurer, weil sie auch so nah am Disneyland Paris sind. Wir sind jetzt mit dem Auto knapp 6 Minuten gefahren. Es gibt auch einen Parkplatz. Mir hat aber ein Follower tatsächlich schon mal geschrieben, dass die für den Parkplatz 15 Euro zahlen müssten. Für uns war es jetzt gratis, ich vermute, weil es halt noch Baustelle ist. Aber die hätten wohl 15 Euro bezahlen müssen pro Tag für den Parkplatz, weil es ein Parkhaus ist. Und da wurde mir als Tipp dann gegeben, dass hier in der Nähe beim Bahnhof ein Park-and-Ride-Parkhaus gibt für 6 Euro. Also ja, wenn es in Zukunft wieder Parken kostet, also da bin ich mir jetzt unsicher, dann gibt es hier in der Nähe ein günstigeres Parkhaus. Weil Parken hier am Hotel ist ein bisschen schwierig. Es liegt direkt an der Straße mit kaum Parkplätzen.
Ein weiterer Vorteil aber von der Lage ist, dass es direkt in der Nähe von dem Einkaufszentrum ist. Also wo Primark ist, Auchan, ihr könnt hier einkaufen gehen, Bäckereien gibt es hier im Umkreis. Also die Lage von dem Hotel ist wirklich top. So, jetzt zeige ich euch ein bisschen die Lobby und was es hier sonst noch zu entdecken gibt. Ja, wenn man genauer hinschaut, gibt es auch so ein bisschen Disney-Akzente. Und zwar hier die Schirme, so Mary Poppins angehaucht. Die könnte man jetzt auch Fotos machen. Also es ist eine schöne Fotowand. Und ja, hier gibt es auch gerade Frühstück, welches wir natürlich nicht mitgebucht haben. Ich versuche jetzt mal hier kurz vorbeizulaufen. Also es gibt Orangensaft, Croissants, Croissants, Aufschnitt und sowas. Hier wird tatsächlich noch gebaut. Der Garten sieht noch ein bisschen nach Baustelle aus, aber ja, gerade jetzt im Herbst und Winter, denke ich, wird das eh nicht so genutzt werden. Ich glaube, im Sommer wird das ganz schön aussehen. Ein Pool gibt es aber nicht, soweit ich das weiß, oder wird es auch nicht geben. Ja, hier gibt es, das ist der Eingangsbereich. Sehr, sehr viele Pflanzen. Das ist hier die Rezeption, die aber auch eine Bar ist. Also, ja, integriert als Rezeption und Bar. Ich guck mal, ich glaube, es regnet draußen, deswegen gehe ich nicht raus, aber ja, um euch einen Eindruck hier zu geben, es ist sehr modern gehalten, es sind verschiedene Stile hier in dem Hotel integriert. Hier gibt es Bücher, Malstifte, also kann man sich schon beschäftigen, hier gibt es Spiele. Wie gesagt, da gibt es gerade das Frühstück, aber eine Followerin hat mir auch geschrieben, dass das Frühstück jetzt nicht so prall ist. Ich weiß auch nicht, was es kosten würde, kann ich aber mal nachfragen gleich. Aber es scheint gut besucht zu sein, das Hotel, also es sind schon einige Leute hier. Gibt's verschiedene Chill-Out-Areas, sage ich mal so, sehr schön gelegen. Ja, und der Tisch, der Alice im Wunderland gedeckte Tisch, ist tatsächlich besetzt. Kann ich euch vielleicht abends mal abfilmen, weil da sitzen jetzt gerade Leute. Da möchte ich jetzt ungern draufhalten. Da gibt es verschiedene Zwerge. Und ihr seht hier, es gibt noch einen Fitnessraum, ein Playroom und es gibt auch noch einen Billardtisch, den ihr nutzen könnt. Also ich mag den Stil des Hotels, ja, ein Billardtisch, kann man sich einen Cocktail holen an der Bar und hier dann konsumieren. Ich finde ja den Zwerg da schon witzig, wie er da in die Ecke macht, an den Toiletten. Mal gucken, ob jemand im Fitnessraum ist. Hier gibt es noch so eine weitere Chill-Out-Area. Hier gibt es noch so eine Malecke, kann man die Bilder dann sogar hinhängen von den Kindern. Ganz viele Stifte, Coloring Books gibt es hier, kann die Kinder ausmalen. Das ist schon richtig cool. Hier gibt es auch einen Computer und einen Drucker, falls man Tickets vergessen hat auszudrucken oder keine Ahnung. Ich glaube, draußen ist auch noch nicht so viel gemacht worden. Das sieht von draußen halt noch ein bisschen sehr karg aus. Also hier ist gar keine Bepflanzung, aber das kommt auch noch bestimmt. Wie gesagt, es ist relativ neu aufgemacht worden. Ja, hier gibt es so einen Businessraum. Da war gestern auch noch so Geschirr drin. Also ja, kann man auch Meetings abhalten. Ich muss sagen, ich finde ja hängende Pflanzen eh immer sehr schön. Also ist genau mein Stil mit diesen Makramees. Gefällt mir gut. Ich glaube, man kann sich jetzt auch hinsetzen mit seinem Laptop. Brina hat gestern auch schon das Internet getestet, das ist wohl auch sehr gut. Hier gibt es einen Playroom für die Kinder. Können wir auch gerade rein, weil hier keine Kinder sind. Kleine Stühlchen. Das habe ich immer, das erinnert mich immer an früher meinen Kinderarzt. Da gab es nämlich auch mal sowas bei meinem Kinderarzt. Ja, Kindheitserinnerung.
kleine süße Sitzpilze. Für die Eltern gibt es auch Sitzplätze. Ein paar Kuscheltiere und ein Riesenhasen. Hallo. Genau, dann zeige ich euch noch den Fitnessraum und dann sind wir eigentlich in der Lobby auch schon durch. Wie gesagt, stylisch. Oh, es gibt sogar Bicycle Storage, das heißt, man könnte sein Fahrrad hier unterbringen. Ah, es ist keiner im Fitnessraum, dann gehen wir da nochmal rein. Geht auch so. Ich dachte, ich muss meine Karte dran halten. So, ja, hier gibt es Handtücher für den Fitnessraum. Es gibt Boxhandschuhe, weil da hängt ein pinker Boxsack. Es gibt Wasser mit Bechern, an dem ihr euch bedienen könnt. Und ja, es gibt zwei Laufbänder, Gewichte, ein Klimmzug, ich weiß nicht, wie man das Gerät nennt, wo man Gewichte dran machen kann und ja, ihr wisst was. Ihr wisst bestimmt was, es ist ein Stepper, ein Fahrrad und hier gibt es auch noch allerlei Extras und Fernsehen gibt es auch. Ja, und ein Riesenspiegel. Könnte ich eine Runde boxen gehen. Ne, lassen wir das. So, ja, das war im Prinzip die Lobby und unser Zimmer. Und mehr kann ich euch zu dem Hotel eigentlich auch nicht zeigen. Wie gesagt, ich frage jetzt nochmal nach, was das Frühstück kostet und ob es ein Shuttle gibt ins Disneyland Paris. Einfach nur für euch zur Info. Und nehme euch noch ein bisschen mit hier. Ein Markenzeichen der Moxie Hotels ist ja immer dieser beschriftete Spiegel. Also habe ich bei Vivi und Kevin gesehen in den Videos. Genau, und hier steht Be a Cupcake in a World Full of Muffins. Ich habe euch ja versprochen, noch den Alice im Wunderland-Tisch zu zeigen. Wir sind abends jetzt hierher gekommen, haben unseren Welcome-Drink noch abgeholt. Den gab es nämlich. Das ist frisch aufgebrühter schwarzer Tee mit allem Möglichen drin. Schmeckt. Ist wirklich lecker, erfrischend. Und das ist der Alice im Wunderland-Tisch. Also hier hängt so eine Kartenlampe. Hier ist so ein Buch mit Riesen. Das sind Riesenspielkarten. Ah, interesting. Und hier sind so. Hier sind so verschiedene Deko, Teller, Teeparty, ganz viele Uhren da hinten. Ein Kamin. Ja, und ich kann euch gleich nochmal das Graffiti zeigen. Das hat man heute Morgen nämlich auch nicht gesehen, weil das Frühstück oben war. Graffiti hat man heute Morgen auch nicht gesehen. Ja, also morgens hat man das Graffiti nicht gesehen, weil das Frühstück offen war. Aber hier seht ihr Stitch, Daisy, Buzz, Elsa, Goofy. Wen seht ihr noch? Poppins, Paris. Ja, also so ein paar Disney-Inspirationen gibt es hier. Also ich bin jetzt wieder auf unserer Zimmeretage und ich habe für euch nachgefragt, also das Frühstück kostet 15 Euro pro Person. Ja, finde ich eigentlich in Ordnung, aber ihr könnt euch hier auch in der Nähe was vom Bäcker holen, denn ich habe auch nachgefragt, es gibt keinen Shuttle, das heißt, ihr müsstet die entweder euer Auto nehmen oder die öffentlichen Verkehrsmittel. Der RER, also die Bahn, die Metro, ist hier ganz in der Nähe, also ich glaube 5 bis 10 Minuten Fußweg. Und es ist eine Station zum Disneyland Paris. Im Prinzip ist es dieselbe Station, als würdet ihr zum Einkaufszentrum Val d'Europe fahren. Und halt in der Nähe. Und das Einkaufszentrum ist halt trotzdem auch in der Nähe. Genau, also Frühstück 15 Euro. Es gibt keinen Shuttle. Preise habe ich euch gerade gesagt. Natürlich variieren die Preise von Saison, Wochenende, unter der Woche. Also müsst ihr halt bei Booking.com oder Check24 oder sonst was nach aktuellen Preisen gucken. Ich finde es trotzdem. Also für unsere Aufenthalte, weil wir ja so oft hier sind, schon relativ teuer. Die Zimmer sind sehr gut bis gut, haben mich jetzt aber auch nicht umgehauen. Und für die 325 Euro finde ich schon, ohne Frühstück, finde ich schon teuer. Auch wenn wir zu dritt sind, zahlen wir trotzdem über 50 Euro pro Nacht. Klar, es ist günstiger als Disney Hotels und es ist sehr, sehr nah. Also normalerweise übernachten wir auch gerne in jetzt fällt mir der Name nicht ein. In BNB, in. Nicht in Chessie. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Auf jeden Fall 10 bis 15 Minuten vom Disneyland entfernt. Sogar 15 Minuten im Auto. Man muss über die Autobahn fahren und hier ist man sehr, sehr schnell im Disneyland Paris.
Ja, und das war's. Das war mein Video hier zum Moxie Val d'Europe, dem neu eröffneten Hotel in der Nähe vom Disneyland Paris. Ich hoffe, dieses Video hilft euch weiter, für euren nächsten Besuch einzuplanen. Und wenn ihr Marriott, ich glaube, Marriott hat auch ein Punkteprogramm, vielleicht könnt ihr eure Punkte ja auch hier nutzen. Müsst ihr mal in Erfahrung bringen. Ja. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.